Ob wir da nicht einen Arzt zu kriegen können, der das bescheinigt, dass Frau Grätz eine Frühgeburt, wenn die das zeitlich nicht begrenzt haben? Ich meine, wenn wir nachweisen können, dass Frau Grätz eine Frühgeburt war, ich meine, da würden wir doch eine Menge sparen. Köstlich. Aber umgerechnet ist es schon, nicht? 35 Zentimeter kosten 12 Mark. 1,80 Meter kosten 410. Und wenn man mal rechnet, sagen wir mal 5 mal 35, ja? Das wären dann 150 Zentimeter. Und 5 mal 5 sind 25. 1 Meter, 1,75 Meter kosten demnach nur 60 Mark. Ich lasse mich jedenfalls nicht für doof verkaufen. 1,75 Meter Frühgeburt kosten demnach 60 Mark. 1,80 Meter, gesunder, normaler Mensch. 410. Ihr denkt wohl, das merken wir nicht. Köstlich. So, wir gucken uns jetzt Reisenachsteinkirchen an, bitte. Auf Stellhof mitfahren. Aber Unterprivilegierte, wie ihr diese Typen nennt, also Frühgeburten und Gammler, die kriegen es hinten und vorne eingestellt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Mann mit den längsten Haaren der Welt ist tot. Kadir Edulas Haare waren 3 Meter und 18 cm lang. Der 79-jährige Edula befand sich gerade auf einer Kaufhausrolltreppe, als er plötzlich und völlig unerwartet einem Krebsleiden erlag. Ja, so was gibt es. Pech gehabt, wa? Ja, dem muss ich leider widersprechen, denn aus eigenem Fachwissen ist mir bekannt, dass Hühnerfrikassee und Hühnerscheiße zweierlei sind. Und wenn Sie es nicht glauben, dann müssen Sie es eben mal probieren und selbst feststellen. Wenn einer einen Popel an der Nase hängen hat, und deswegen muss ich jetzt ganz ausdrücklich sagen, dann soll er sich nicht über andere Leute beschweren, die vielleicht eine kleine Warze am Kinn haben oder irgendwie was anderes, weil die sollen nicht mal an der eigenen Nase fassen. Yeah!